Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Forex Screener Trades finden mit Marktscreening. Und ja, diese Webinarreihe machen wir natürlich auch dieses Mal wieder mit Manuel Lücke. Ich freue mich, dass er heute hier mit mir diese Veranstaltung macht. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie live dabei sind, auch selbst oder trotz des schönen Wetters. Und ja, für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wie immer gehen wir natürlich hier unsere Prozedur durch und sprechen kurz über den Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon oder was heute präsentiert wird, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sehr schön. Ja, genau, Stefan. Parallel läuft auch Ungarn gegen Portugal, aber ich glaube, Forex Screener ist heute wichtiger und nach dem Webinar können wir uns dann auf Deutschland gegen Frankreich konzentrieren. Also, ich übertrage mal den Bildschirm und wünsche natürlich wie immer viel Erfolg und viel Spaß. So, dann habe ich mein Bild jetzt auch mal freigegeben. Ich hoffe, man sieht ihn. Ja. Perfekt. Okay, ja, dann von mir auch nochmal ein herzliches Hallo. Freut mich, dass Sie alle erschienen sind, sich dafür entschieden haben, sich heute ein bisschen weiterzubilden im Bereich Trading. Ja, und im Anschluss, wie gesagt, können wir dann alle Fußball schauen. Wir haben heute auf der Agenda zu stehen, ja, generell wieder Marktscreening ein bisschen für die Leute, die noch relativ neu sind in dem Thema. Dann haben wir viele Neuerungen, die in der letzten Zeit umgesetzt wurden. Und natürlich auch die Signale, die Forex-Screener-Signale. Dazu gibt es ein größeres Update. Und allgemein werden wir dann natürlich ein bisschen screen im Markt, mal schauen, ob wir ein paar Setups finden. Sie können auch reinschreiben, wenn Sie Setups haben oder ja, Strategien haben, nach denen Sie gerne mal den Markt screenen wollen, können wir die zusammen diskutieren. Und ja, bevor es losgeht, stelle ich mich noch einmal vor an der Stelle für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Manuel Lücke, ich bin 30 Jahre jung. Und ich bin als Informatiker aufgewachsen und ja, relativ schnell in einer Vermögensverwaltung gelandet während meines Informatikstudiums damals und habe dann sozusagen beide Welten kennengelernt, Börse und Computersoftware entwickeln. Das trifft sich natürlich ganz gut, wenn man mal so an automatische Handelssysteme denkt. Und ja, dementsprechend habe ich lange Zeit meiner Karriere Handelssysteme entwickelt, viel gebacktestet, viel ausprobiert, was funktioniert am Markt, was funktioniert nicht, viel halbautomatisierte Tools entwickelt, Trade-Hilfen, später dann auch mit einem Kollegen zusammengetan, eine eigene Firma gegründet, in der es auch um automatische Handelssysteme ging und ja, das Ganze ein paar Jahre gemacht, mit voller Energie verfolgt, bis ich das Unternehmen dann ja verkauft habe und mich quasi mit meinem Herzensblut an das aktuelle Projekt, den Forex Screener, gewidmet habe. Der Forex Screener als ja, Projekt, was sehr gut bei den Tradern ankommt im Bereich Marktscreening. Sehr interessant eben für Leute, die ja, sich Zeit sparen wollen, nicht den ganzen Tag vor den Charts abhängen wollen und die Märkte durchchecken wollen, sondern einfach eine Hilfe eben bekommen, um Einstiege besser zu finden, zeiteffizienter zu finden und genau, unterstützt sie dann eben bei dem automatischen Handel, aber dazu gleich noch mehr. Ich habe hier mal ein Trading Setup mitgebracht, ja, eins von vielen Trading Setups, es gibt ja eben gefühlt unendlich viele, jeder hat einen anderen Ansatz. Und hier sieht man einen Ansatz, der sehr verbreitet ist, also den jeder wahrscheinlich so schon mal gesehen hat. Wir haben hier den Markt und ich muss mal kurz mein Zeichentool einstellen.
damit ich hier auf der Folie zeichnen kann. Geht gerade nicht. Kein Problem. Dann machen wir es halt so. Ja, man sieht ja die Maus und man sieht eben da, wo die Maus gerade ist, da sieht man den schwarzen dicken Balken. Es ist eben ein größerer Widerstand und man sieht, der Kurs, zumindest der Marktausschnitt hier, der kommt von unten, nähert sich an den Widerstand an, prallt dann ab, versucht nochmal mit einem Anlauf, sich wieder an den Widerstand anzunähern und eventuell auch durchzugehen, prallt wieder ab, schmiegt sich wieder an den Widerstand an, bis er es dann schafft, durchzugehen durch den Widerstand und ja, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Und danach prallt der Markt dann eben ab, aber diesmal eben von oben, nutzt den gleichen Widerstand. Und was man hier eben auch noch sehen kann, ist, man hat zu dem Moment, als der Kurs sich noch unter dem Widerstand befindet, hat man eben immer höhere Tiefs, die hier kommen. Und das ist so ein deutliches Anzeichen dafür, dass der Markt durch den Widerstand durchgehen wird. Also dass die Wahrscheinlichkeit ganz gut steht. Und ja, die Frage ist halt immer, wie man das Ganze macht. Also es gibt mehrere Ansätze, wie man so ein Setup eben handeln kann. Man könnte sagen, man nimmt einfach den ersten Anlaufversuch und möchte an den Widerstand einen Short-Einstieg riskieren, darüber eben den Stop-Loss setzen. Das wäre so eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit wäre dann eben, man wartet bis, also mit dem Wissen, dass es hier höhere Tiefs gibt, wartet man eben, bis der Kurs durch den Widerstand durchgegangen ist und macht den Long-Einstieg dann eben am Widerstand. Und ja, die große Hürde bzw. die große Herausforderung ist eben bei solchen Setups, die sehen so in der Theorie eben sehr gut aus. Und das Problem ist, dass man sowas halt finden muss am Markt. Und wenn wir jetzt so viele Assets haben, so über 400, 500 oder 450 Assets, die wir bei FX Flat mittlerweile schon haben, dann haben wir eben nicht die Energie und auch gar nicht die Zeit dafür, die ganzen Assets durchzuschauen permanent, um zu schauen, ob man jetzt so ein Setup bekommt oder auch ein anderes Setup finden kann. Und da kommt dann eben der Forex-Screener ins Spiel, der solche Setups unter anderem automatisch für Sie finden kann. Und ich habe dazu ergänzend natürlich auch ein praktisches Beispiel mitgebracht. Schauen wir mal kurz rein. Von heute. Genau, mal schauen, ob man das so erkennen kann. Hier haben wir den australischen Dollar gegen den Singapur-Dollar und man sieht hier schon an der diese dunkelblaue Linie. Das wäre jetzt ein Widerstand, wie man ihn gerade auf dem Bild davor gesehen hat. Bei dem Widerstand handelt es sich um eine runde Preismarke. Das Beispiel, das nehme ich sehr oft, weil damit beschäftige ich mich eben am meisten. Und wenn man so ein Beispiel gefunden hat mit Hilfe des Screeners, dann kann man eben in der Historie mal schauen, ob die Preismarken dann auch, ob der Kurs dann wirklich daran abprallt. Also man sieht beispielsweise hier oben in dem Bereich auch die Preismarke, die eben darüber war historisch, bei 1,03. Dort sieht man schon, dass der Markt hier sehr ins Straucheln kommt und nach oben hin sich dann dafür entscheidet, hier kurzfristig zumindest erstmal abzuprallen. Das gleiche dann hier oben auch nochmal. Und wir befinden uns jetzt hier gerade an der unteren Preismarke und man sieht auch hier, dass hier quasi so in der Nähe sich zumindest so eine kleine Struktur ausgebildet hat. Das ist historisch schon einmal passiert. Dann sieht man, dass es hier vor zwei Trading-Tagen noch einmal passiert ist und heute befinden wir uns wieder daran. Es ist immer wichtig an der Stelle auch zu sagen, man sollte sich das Gesamtbild angucken und nicht nur auf dem kleinen Zeitintervall, wie es jetzt momentan aussieht, weil man dann auch noch so Sachen beachten muss, wie hier haben wir jetzt zum Beispiel tiefere Hochs. Einmal, zweimal, hier geht es eben wieder weiter runter.
Und wenn der Kurs sich jetzt unten bzw. von oben annähert an die Preismarke und man auf einen Abprall-Trade spekuliert, dann ist es eben schon klar, dass man daraus keinen langfristigen Trade macht, sondern wahrscheinlich in dem Beispiel einfach ja, einen kurzfristigen Trade bis zum nächsten kleinen temporären Widerstand mitnehmen kann und handeln kann, sozusagen. Und der Kurs, dass der jetzt noch viel weiter darüber hinausschießt, das ist natürlich möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Also viel wahrscheinlicher ist es dann, wie der Markt es hier gemacht hat, dass ja, der Kurs dann eben sich nach unten durchbohrt durch den Widerstand, nach oben hin korrigiert und dann wahrscheinlich nach unten hin weiter abbrochen wird. Wenn man sich das Ganze vielleicht auch mal auf den D1-Charts anschaut, ja, da ist es vielleicht gar nicht mal so eindeutig, aber wie gesagt, immer auf dem höheren Zeitintervall angucken, um die Richtung, also immer in der richtigen Richtung eben mitzutrainen. Genau. So, dann schauen wir mal, was wir als nächste Folie noch haben. Genau. Der Forex-Screener, beziehungsweise andersrum. Das, was ich Ihnen jetzt gerade eben gezeigt habe, das war eine mögliche Strategie, die Sie so handeln können mit dem Forex-Screener zum Beispiel. Und Sie können mit dem Screener eben auch noch ganz andere Marktsituationen finden. Also mit dem Screening können Sie zum Beispiel sagen, Sie wollen sich gerne alle Assets anzeigen lassen, die einen größeren RSI-Wert als 80 haben, um ja, Momentums-Assets herauszufiltern, die gerade eben für Sie interessant sind. Genau das gleiche mit den Bollinger-Bändern. Da haben Sie das Ganze auch. Und ja, hier ist eben doch mal eine ganze Auflistung von möglichen Strategien. Und wie gesagt, gibt es halt noch ganz viele weitere. Ne? Also man kennt es zum Beispiel die SMAs bzw. EMA-Crosses, Gap-Trading ist möglich, Power-Candle-Trading ist möglich, News-Trading ist nicht möglich. Sieht man dann aber eben, wenn so eine Power-Candle entsteht, dass da meistens Action im Markt ist und kann da eben dann mithandeln. Ja, und wenn Sie schon Ihren Login haben, dann können Sie sich einfach mal die verschiedensten Filter anschauen, was es da so gibt. Und an der Stelle ein kleiner Aufruf an Sie, wenn Sie vielleicht Ihre eigene Strategie haben oder gerne mal wissen wollen, wie Sie gewisse Marktsituationen finden können mit dem Forex-Screener, dann können Sie das Ganze auch mal in den Chat schreiben und dann können wir halt zusammen gleich mal, wenn wir in den Forex-Screener hineingehen, uns mal anschauen, ob wir für Ihr Setup eine gute Marktsituation finden. Dafür gebe ich mal einen kleinen Moment Zeit. Gehe vielleicht auch schon mal in den Screener hinein. So. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir eben die verschiedensten Filter und im unteren Bereich haben wir dann immer noch Gruppen, wo sich auch Filter darin befinden, die wir dann so ausklappen können. Und wenn man jetzt zum Beispiel als simples Beispiel mal anfängt mit dem RSI-Filter, den findet man hier oben, kann man sich eben aussuchen, Forex-Screener zeigt mir alle Assets an, die einen größeren RSI-Wert als 80 haben und unten werden dann die Ergebnisse angezeigt. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, in der ersten Reihe sind überwiegend Futures angezeigt. Da von Ihnen auch nicht alle Futures handeln, können Sie auch oben in der S-Kategorie die Assets noch weiter einschränken, was Sie gerne screenen oder was Sie gerne handeln möchten. Hier könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte gerne nur Forex und Index, dass mir das angezeigt wird. Und wenn Sie das dann eingrenzen, dann haben Sie entsprechend weniger Ergebnisse. Hier haben wir jetzt den Schweizer Index zweimal gefunden. Und man sieht schon in dem Chart-Thumbnail, dass der Marktanstieg eben sehr explosiv ist. Dass der Markt eben dazu neigt, überkauft zu sein. Und man könnte jetzt mal hier reinklicken. Wenn ich hier reinklicke, dann öffnet sich der Chart automatisch in meinem MetaTrader. Und
Man sieht hier entsprechend auch der RSI-Wert, der ist hier eben über der 80. Wir haben ein sehr hohes Momentum und man könnte hier eben dann mal schauen, ob es zu einem größeren Widerstand in der Nähe jetzt käme, wo man vielleicht ein Short eingehen kann. Aber da hier jetzt nichts weiter in der Nähe ist, würde ich das jetzt nicht als Handelsmöglichkeit sehen, sondern würde vielleicht, also wenn man jetzt das nicht als All-Time-High hätte, sondern dass darüber es noch ein Hoch gäbe oder entsprechend ein Widerstand markiert worden wäre und wir uns jetzt daran befinden, dann könnte man das als potenziellen Short-Trade eben nehmen. Genau. Dann schauen wir mal wieder zurück in den Screener und ich werfe auch mal einen Blick in die Fragen. Sie können, abgesehen von den Setups, die Sie jetzt so vorschlagen können, können Sie natürlich auch Fragen generell zum Forex-Screener stellen, falls irgendwas nicht klar ist oder auch falls es irgendwelche Probleme gibt, damit ich darauf eingehen kann. So. Vielleicht nur als kurze Ergänzung, damit man das auch besser versteht für alle diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal vom Forex-Screener hören, als du sagtest, man klickt hier und dann ist der Chart entsprechend im MetaTrader geladen. Also man muss dann auch ein Add-on installieren, ein EA, der das Ganze dann miteinander verbindet. Richtig? Genau, richtig, ja. Also wenn der EA noch nicht aktiv ist, dann erhalten Sie nach dem Klick hier auch nochmal eine Meldung, dass Sie das Add-on aktivieren sollen und werden dort auch zu der Add-on-Seite weitergeführt, wo das Ganze eben erklärt wird. Ich kann es auch hier mal kurz nochmal zeigen für die neueren Forex-Screener-Nutzer. Man findet eben in dem Menü hier den Punkt FS Add-on und dort erhält man nochmal eine kurze Beschreibung dazu, kurzes Video und kann die Software an sich dann auch herunterladen. Und in dem Video wird dann auch erklärt, wie man das Ganze installieren kann. Also das ist kein großer Aufwand an der Stelle. Genau. Aber natürlich richtig, ja, das Add-on braucht man, damit das Ganze funktioniert. So, hier gab es eine Frage, ist es möglich herauszufinden, wo sich Aufwärts- oder Abwärtstrend in verschiedenen Zeitebenen überlagern? Zum Beispiel Aufwärtstrend gleichzeitig in 5 Minuten, 15 Minuten, eine Stunde daily. Genau, das ist ich sag mal, direkt so nicht möglich, noch nicht möglich. Auf dem Plan steht natürlich für später, dass man die Zeitintervalle miteinander dann auch noch kombinieren kann. Das geht jetzt gerade im Moment noch nicht. Jetzt gerade wird eben geschaut, nehmen wir mal den Euro-US-Dollar und ich mache jetzt hier die Angaben, zum Beispiel RSI soll größer 80 sein. Dann schaut er eben auf den neuen vorhandenen Zeitintervallen, ob dort, also welches Zeitintervall davon den RSI größer 80 hat. Und wenn ich jetzt so zusätzlich noch etwas auswähle, wie zum Beispiel Supertrend, und er hätte mit dem RSI jetzt nur ein Beispiel gefunden, also nehmen wir mal den H1, dann würde er jetzt noch schauen, ob der Supertrend auf dem H1 auch noch ein Aufwärtstrend ist. Also es ist immer so eine Und-Verknüpfung. Und noch keine Oder-Verknüpfung. Die Nachfrage für die Oder-Verknüpfung sind aber eben schon da. Und dass man auch die Zeitintervalle pro Asset kombinieren kann. Das ist eine Sache, die wird auf jeden Fall noch kommen. Da habe ich selber auch den Bedarf und eine Menge User haben da auch den Bedarf dafür. Genau. Was man an der Stelle aber machen kann, weil ich meinte ja, so direkt geht das nicht. Ne? Man könnte aber mal schauen, ob zum Beispiel haben wir hier einen Filter, der nennt sich prozentuale Veränderung. Und hier könnte man mal gucken, dass man mehrere Zeitebenen nimmt und die Veränderung entsprechend einstellt. Also zum Beispiel, ne? Ich nehme jetzt mal die Tagesveränderung und sage, die soll im negativen Bereich sein. Also Hauptsache kleiner minus 0,1. Prozentual und die Wochenveränderung soll jetzt aber im positiven Bereich sein.
nehmen wir mal größer 0,1 und die Monatsveränderung auch. Also mit der Wochenveränderung wird dann eben die Wochenkerze gemessen und mit der Monatsveränderung wird die Monatskerze gemessen. Und ich nehme mal die Filter, die ich noch nicht so eng einstelle. Genau. Jetzt haben wir schon relativ viele Ergebnisse. Wir haben ja auch immer eine Sortierung mit den Ergebnissen, sodass man gucken kann, wonach sollen die Ergebnisse überhaupt sortiert werden. Dass man vielleicht sagt, nach der Tagesveränderung, das heißt, die Assets mit der negativsten Tagesveränderung, die werden jetzt als erstes angezeigt. Und man könnte hier das Ganze auch noch weiter einschränken, indem man sagt, die Monatsveränderung, die soll größer sein als beispielsweise 1% und die Wochenveränderung auch. So, dann hat man hier schon mal weniger Ergebnisse. Dann kommt noch dazu, dass in diesem Screening gerade das Zeitintervall, dass jedes Zeitintervall gecheckt wird und wir uns hier noch auf einem Zeitintervall festlegen müssen, weil er mir sonst, also wenn ich zum Beispiel nach der Tagesveränderung im Forex-Bereich gucke und er findet mir jetzt den Euro-US-Dollar, dann würde er mir den halt 9-mal zurückgeben für jedes Zeitintervall einmal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aber nur auf dem H1-Zeitintervall unterwegs bin, dann kann ich das hier einfach mal angeben und erhalte jetzt hier schon mal noch viel weniger Ergebnisse, als ich bekommen habe, ne? Davor bekommen habe. Und jetzt kann ich halt mal schauen, man sieht hier schon, dass das Ganze jetzt irgendwie immer in einem Aufwärtstrend ist und das Ganze jetzt aber auf Tagesebene schon mal abflacht nach unten. Und das wäre jetzt so eine indirekte Möglichkeit, um die verschiedenen Zeitebenen miteinander zu kombinieren. Ich hoffe mal, dass das so halbwegs verständlich war. Falls nicht, gerne nochmal nachfragen. Ist der dann kompatibel mit dem Stereo Trader? Nein, das geht nicht. Da gab es die Nachfrage jetzt aber auch schon öfters. Und ja, so dass wir uns das mal, also das haben wir uns intern schon mitgenommen, dass man mal drüber nachdenkt, ob man das Ganze für den Stereo Trader irgendwie auch kompatibel bekommt. Also technisch ist es halt nicht möglich, da der Stereo Trader an sich so ein Expert Advisor ist und das Add-on vom Forex Screener ist auch ein Expert Advisor und man kann eben pro Charts nur einen Expert Advisor anwenden, also entweder oder. Und soweit ich weiß, hat ja der Stereo Trader auch gewisse Add-ons, die man dazu installieren kann, so dass man vielleicht mal in der Richtung schauen kann, ob man da noch ein extra Add-on für den Stereo Trader entwickeln könnte. Und ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall die Nachfrage, weil das Tool des Stereo Traders ja auch sehr gut, um dann eben die Trades zu managen und besser reinzukommen in die Trades. Nichtsdestotrotz kann man das trotzdem kombinieren, indem man halt zwei Charts öffnet in dem gleichen Asset und einen mit Forex Screener Add-on und den anderen mit Stereo Trader, wo man auch entsprechend die Trades auch ausführt, ne? Also in dieser Kombination kann man den Stereo Trader natürlich, nachdem man mit dem Forex Screener was gescreent hat, dann entsprechend auch nutzen. Ja, da hast du recht. Ja. Sehr gute Ergänzung. Soweit hatte ich noch gar nicht gedacht. Ja, also möglich ist das Ganze schon. Aber mal schauen, ob man da vielleicht mal noch einen Add-on entwickeln kann für die Zukunft. Okay. Okay, dann ist die Frage erstmal soweit beantwortet. Okay, gibt es dann sonst noch Fragen für Setups, die man so umsetzen kann? Ansonsten kann ich natürlich auch so mal schauen, was ich hier noch so auf der Liste habe für Setups, nach denen ich gerne screene. Also einfach mal in den Chat schreiben. Ansonsten stelle ich jetzt erstmal was vor, was ganz gut funktionieren kann. Ich habe hier einmal, ja, das sind hier so Filter-Setups, hier oben dieser Button.
Dazu werde ich gleich nochmal ein Wort verlieren, aber erstmal schauen wir mal, ob wir hier was finden zu dem Setup. Und zwar, wir suchen hier nach Forex auf dem H1-Zeitintervall und wir sagen hier, die Distanz zum gestrigen Hoch, die soll eben kleiner als 0,1 sein, sprich, wir wollen uns in der Nähe vom gestrigen Tageshoch befinden. Und da kann man mal schauen, da findet man hier eben ein paar Ergebnisse. Und ich schaue mal, ob auf den ersten Blick hier was Gutes mit dabei ist. Öffnen wir das Ganze mal, den GBP-Cut. Und schauen mal, wie er denn auf den höheren Timeframes aussieht. Okay, die Linien wurden jetzt gerade falsch eingezeichnet. Ich muss mal kurz das Ganze nochmal öffnen. Ah ja, jetzt, genau. Ging mir gerade nur um die orangefarbene Linie, weil das eben das Tageshoch von gestern markiert und die türkisfarbene Linie markiert entsprechend das Tagestief. Und das sind eben wieder diese typischen Widerstände. Man kann es eben sehen, die orangene Linie, die wird hier nicht zum ersten Mal angelaufen. Also hier haben wir eben diesen Anlauf und wenn man in der Historie schaut, Anfang Juni gab es hier schon Anlaufversuche, die entsprechend ja nicht geklappt haben. Und so dass man eben an der Stelle, ich würde jetzt an der Stelle kein Long und kein Short Trade eingehen, weil er eben schon herüber über das Ziel quasi hinausgeschossen ist, beziehungsweise über den Widerstand. Wenn der Kurs jetzt aber eben unterhalb gewesen wäre, und nehmen wir mal das Beispiel hier, also wenn das aktuelle Chartbild eben so aussehen würde, dann hätte das Ganze natürlich viel mehr Potenzial, weil wir uns jetzt in so einer Art Range befinden. Also das Tief wurde schon öfter angelaufen, das Hoch wurde jetzt auch schon öfter angelaufen und die Range wäre jetzt hier. Und in dem Range-Handel könnten wir jetzt einfach short gehen. Man kann ja auch mal schauen, ob das Ganze vielleicht eben noch zu einem Short-Trigger kommt. Also wenn der Kurs jetzt eine Kerze hinterlassen würde mit einem relativ langen Docht nach oben oder vielleicht sogar einen Außenstab hier kreieren würde, nach unten, dann könnte man hier auf jeden Fall einen Einstieg machen Richtung Short mit dem Ziel eben nochmal das Tief anzulaufen. Das ist eben so ein bisschen abhängig davon, ob wir eben einen Trigger bekommen oder nicht. Aktuell würde ich aber abwarten. Also so wie es jetzt gerade aussieht, wäre mir das noch zu unsicher. Für die, die jetzt aber einen Einstieg machen wollen würden, den würde ich natürlich empfehlen, den Stop-Loss relativ eng zu setzen, über das Hoch. Und man müsste dann eben mal schauen, ob wie viele Pips das Ganze hier so sind. Das wären jetzt 7, 8 Pips. Also bei mir ist immer so die Schmerzgrenze im Forex-Bereich 15 Pips, wenn man das Ganze mal statisch betrachtet. Und da muss man sich natürlich mal anschauen, wie weit das Ziel denn überhaupt entfernt ist. Also wenn man jetzt die ganze Range hier mitnehmen würde, dann hätte man 55 Pips. Das wäre natürlich schon ein gutes Verhältnis. Also so die dreifache Range, dreifaches Target im Verhältnis zum Stop-Loss. Also das könnte man so mal auf der Watchlist sich mitnehmen. Okay. Ja, dann wollte ich gerne noch ein paar Worte verlieren zu den Filter-Setups, weil hier gab es ein paar Neuerungen, die sich gewünscht wurden. Und ich hatte ja quasi mit sehr vielen Tradern telefoniert im Rahmen der Testphase, die Testphase für die Forex-Signale. Und habe mir da ein paar Feedbacks eingeholt zum Forex-Screener
Und da gab es eben sehr oft auch die Nachfrage, dass die Filter-Setups, dass man dort noch ein bisschen mehr ja, Edit-Möglichkeiten hat, sage ich mal. Ne? Also, dass man das Ganze vielleicht umbenennen kann und ein bisschen bearbeiten kann. So. Und für die Leute, die die Filter-Setups noch nicht kennen, also vom Prinzip her ist es halt so, dass wir sehr viele Filter haben. Und ich will ja nicht jedes Mal, wenn ich in den Forex-Scanner reingehe und mir Trades suche, dass ich jedes Mal die gleichen Filter aussuche. Sondern wenn man da einmal ein gutes Setup gefunden hat, so wie zum Beispiel das Vortagshoch-Setup, was wir hier jetzt gerade haben, dann kann man sich das halt abspeichern als Filter-Setup. Und jedes Mal, wenn ich dann eben darauf klicke, dann werden die Filter aktiviert. Und dann screent er eben automatisch nach diesem Setup. So. Und hier haben wir dementsprechend schon eine ganze Liste mit den Filter-Setups. Das ist jetzt gerade auch mehr so mein Test-Account. Das heißt, also ich bin da natürlich auch viel am Software-Testen, ob das Ganze auch so funktioniert. Deswegen handle ich nicht nach jedem Setup, aber viele sind ja auch dabei, nach denen ich dann eben trade. Und was jetzt so neu dazugekommen ist, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, das Filter-Setup umzubenennen. Also wenn ich es einmal erstellt habe, dann ist das nicht in Stein gemeißelt, sondern ich kann den Ganzen hier einen anderen Namen geben und kann das Ganze dann entsprechend speichern. Und dann ist das Ganze ja, als mein neues Setup gespeichert. So. Dann haben wir noch eine Neuerung, und zwar in dem gleichen Setup, wenn ich mich jetzt zum Beispiel dazu entscheiden müsste oder ich mag das ganze H1-Trading nicht mehr, möchte gerne auf anderen Zeiten dabei unterwegs sein, vielleicht ein bisschen kurzfristiger, dann würde ich das hier halt löschen und würde dann so auf den M5-Chart gehen, damit mir die Ergebnisse entsprechend auf M5 angezeigt werden und ich nicht so einen großen Chartausschnitt bekomme. Und normalerweise müsste ich jetzt halt mein altes Setup erstmal löschen und mir das neue so anlegen. Das haben wir jetzt insofern verbessert, dass wir die Setups updaten können. Also man kann jetzt sehen, hier gibt es das Zeichen, das ist halt so ein Update-Zeichen, und wenn ich einen Filter-Setup so ausgewählt habe, darauf geklickt habe, dann merkt er sich das Ganze. Wenn ich Filter anpasse im Screener, dann merkt er, okay, der User hat jetzt andere Filter ausgewählt und bietet mir hier an, dass ich das Ganze updaten kann. Also ein Klick darauf und dann ist das Ganze eben so gespeichert. Ich benenne das Ganze auch mal wieder kurz um. Zum am Vortagshoch. Damit ich hier auch gar nicht durcheinander komme. Genau. Und jetzt habe ich das gleiche Setup, nur auf dem anderen Zeitintervall. Ich kann das Ganze auch nochmal kurz rückgängig machen. So, jetzt wäre ich wieder bei meinem alten Setup. Und dann haben wir bei den Filter-Setups haben wir eben noch eine Neuerung, und zwar, wir können das Ganze jetzt auch sortieren. Also wir haben jetzt ja nicht mehr die Reihenfolge, dass das neue Setup am unteren Ende der Liste landet, sondern ich kann jetzt auch vorgehen und sagen, ich schiebe mir das mal nach hier unten und das Filter-Setup, das schiebe ich mir mal nach hier oben, um ja die Übersicht eben so ein bisschen besser zu behalten und ja einfach meine Trading-Setups ein bisschen zu organisieren. Denn es ist ja auch so, dass man nicht alle Setups zu jeder Zeit handeln kann. Also wenn Sie beispielsweise gerne zur Markteröffnung handeln, wenn der Aktienmarkt aufmacht, dann haben Sie ja wahrscheinlich also diese Aktien-Gap-Strategie, die habe ich jetzt hier mal angelegt, und die können Sie ja dann eventuell zu den Setups schieben, die Sie auch zur Markteröffnung handeln wollen. Dann behalten Sie einfach den Überblick ein bisschen besser. Genau, dann werfe ich noch mal einen Blick in die Fragen rein, um mal zu schauen, ob es hier noch Fragen dazu gibt. Okay, hier noch eine Frage zu einer Marktsituation, die gefunden werden soll.
Hallo, ich möchte die SMA 20 und SMA 80 Kreuzung anzeigen lassen. Also wir haben Filter drin, die mit denen Sie die SMA-Crosses finden können. Da kann man einfach mal oben in der Suche eingeben, SMA, dann bekommen Sie halt alles zu SMA-Filter angezeigt. Und hier unten bei den Event-Filtern, da haben wir eine Gruppe, letzter SMA-Cross. Und hier gibt es die beiden Filter, letzter SMA 20 Cross mit SMA 50 Cross. Und dann haben wir auch den 50er und den 200er Cross. Was jetzt nicht geht an der Stelle ist, dass wir die Anzahl der Perioden einstellen. Also die lassen sich nicht verändern. Wir sind natürlich aber dazu bereit, dass wenn es eben viel Nachfrage gibt nach bestimmten SMAs mit bestimmten Perioden, dass wir das Ganze dann noch aufnehmen als weitere SMA-Filter bzw. auch EMA-Cross-Filter. So, dann gibt es hier noch die Frage, die Linien sieht man nur im MetaTrader 5 Fragezeichen, bezieht sich halt auf das Add-on, welches ja den Chart automatisch öffnet und die Linien einzeichnet. Und nur bei MetaTrader 5 werden die Linien und die Indikatoren eingezeichnet. Das liegt eben daran, dass der MetaTrader 4 die Funktionalität für uns Entwickler nicht gibt, dass wir die Indikatoren hinzufügen können zu dem Chart. Ansonsten würden wir das natürlich auch machen. Hier gibt es auch eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass der Supertrend vom Screener und dem VPOC-Tool unterschiedlich ist. Woran liegt das eventuell? Da kann ich nur mutmaßen. Könnte natürlich sein, dass, also ich weiß ja nicht, wie die Einstellungen sind bei dem VPOC-Tool, die Anzahl der Perioden, ob das die gleiche Anzahl der Perioden ist. Wir haben beim Supertrend jetzt den Default-Wert. Vielleicht ist das dort ein bisschen individueller gestaltet und dann könnte es auch als zweite Möglichkeit sein, vielleicht ist dort auch einfach ein anderer Supertrend-Indikator genutzt worden. Also wir haben halt eben den Standard-Supertrend-Indikator. Okay. Gut, dann gibt es erstmal keine weiteren Fragen. Genau. Dann hier vielleicht noch ein wichtiger Punkt bei den Screening-Setups. Also ich habe hier mal ein Beispiel-Trade wieder mal gescreenshottet und man sieht hier, die blaue Linie ist halt wieder so eine Preismarke und wir haben das Ganze aber kombiniert mit noch einem Widerstand. Und der zweite Widerstand ist hier das Tagestief oder vielleicht war es sogar das Vortagestief, da bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Man sieht das Ganze als die türkise Linie, die eingezeichnet wurde. Und der Hintergrund der Sache ist, man muss ja nicht nur einen Widerstandsfilter nutzen, sondern man kann ja auch mehrere Widerstandsfilter nutzen. Man könnte ja auch sagen, zeig mir mal alle Assets an, die sich dicht an der Preismarke befinden und gleichzeitig aber auch an dem Pivotpunkt S3 befinden. So, dass man quasi den Widerstand verstärkt, also dass die Widerstände sich überlappen oder so eine kleine Range eben einzeichnen. Und das Ganze habe ich mal hier demonstriert. Da habe ich jetzt entsprechend auch den Abfall gehandelt. Und wir können uns das Ganze auch mal im Screener noch mal anschauen, ob man vielleicht zu diesem Setup noch was findet. Also hier wäre jetzt das Setup, ich suche nach Forex auf H1. Der Kurs soll sehr dicht an der Preismarke dran sein.
und am gestrigen Low, also am gestrigen Tagestief, sodass wir da so eine Art doppelten Widerstand haben. Und als Zusatzfilter habe ich hier noch eher einen Filter, der heißt relative Tagesvolatilität. Das sagt eben, also wenn ich das einstelle, dann sagt das so viel aus wie der Kurs, der muss an dem Tag schon 30% gelaufen sein von dem, was er durchschnittlich ja, an Strecke macht. Also so, dass ich quasi das ganze Rumgedümpel an den Widerständen rausfiltern möchte. Und er muss eben, ja, vielleicht ist er irgendwo an der Mitte gestartet und ist jetzt schon mindestens 30% Strecke gelaufen, am Widerstand angekommen und so erhöht sich nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass an dem Widerstand eben abgeprallt wird. Und wir haben jetzt hier zu diesem Setup null Ergebnisse gefunden. Und das Ganze, ja, das muss man halt so sehen, umso mehr Filter man reinschmeißt, umso weniger Ergebnisse wird man eben erhalten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas jetzt gerade findet, das ist natürlich gering. Also da muss man vielleicht schon ein bisschen Glück haben. Und das führt uns quasi zu unserem nächsten Feature, zu den Forex-Cleaner-Signalen. Das hatte ich ja schon im letzten Webinar auch mal angesprochen, dass es da so eine Testphase zu gab. Und ich würde hier nochmal drüber berichten. Und zwar, ja, die Forex-Screener-Signale, das sind eben Signale, die aufgrund ihrer Filter-Setups erstellt werden. Sodass so ein Filter-Setup, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe, wenn Sie danach jetzt suchen, dann finden Sie zwar nichts, aber wenn Sie dann mal einen Treffer haben zu diesem Setup, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Widerstand mehr Abprallpotenzial mit sich bringt. Und das Ganze, das gilt natürlich auch für alle anderen Filter-Setups oder Strategien. Eine Doppel-Top-Formation, die werde ich nicht in jedem Moment finden. Aber wenn ich sie dann mal gefunden habe, dann bietet sie mir natürlich mehr Potenzial. Und auf dieser Idee basierend sind dann eben die Forex-Screener-Signale entstanden. Das ist im Screener an sich, kann ich mal kurz zeigen, da haben Sie an den Filter-Setups eben so eine Glocke dran, die Sie dann aktivieren können oder halt deaktivieren können. Also wenn Sie Signale dazu erhalten wollen, jedes Mal, wenn dieses Filter-Setup komplett erfüllt wird, dann können Sie die Signale dazu aktivieren per Klick auf die Glocke und dann erhalten Sie entsprechend die E-Mails jedes Mal, wenn das Ganze erfüllt wird. Und wir haben zu diesem ganzen Projekt haben wir eine Testphase aufgesetzt. Da haben wir ja viele User bunt durchmischt eingeladen, die das Ganze getestet haben mit uns zusammen und sind jetzt gerade auch noch in der Schlussauswertung sozusagen. Ich habe mir schon viele Zwischenfazite eingeholt, mit den ganzen Leuten telefoniert. Und die Feedbacks, die waren echt gut. Also das Projekt, das kam super an. Die meisten haben halt auch Trades gefunden, die sie so dann nicht bekommen hätten, einfach weil sie benachrichtigt werden. Und ja, es hat eben einen deutlichen Mehrwert für die Nutzer. Das Ganze ist natürlich abhängig davon, was sie für Filter-Setups haben. Also das sind ja nicht Signale, wie man es kennt, dass irgendjemand sagt, geh mal jetzt so long. Und du hast hier einen Stop-Loss von 15 Punkten, sondern die Signale, die sie bekommen, die basieren eben auf den Filter-Setups, die sie selber für sich entwickeln oder die sie beispielsweise aus der Inspiration von, ja, indem sie sich einfach mit den Filtern beschäftigen, aufsetzen oder indem sie beispielsweise aus so einem Webinar eben so eine Strategie mitnehmen und dort mehrere Widerstände miteinander kombinieren können und das Ganze dann abonnieren können als Signale für sich. Wir sind mit der Testphase jetzt komplett durch, ja, und bieten für jeden User jetzt den Live-Betrieb der Signale an. Wir konnten deutlich weniger User für die Testphase aufnehmen, als sich Leute beworben haben. Einfach weil das Ganze sonst so aus dem Rahmen gelaufen wäre, also vom Aufwand her nicht machbar gewesen wäre.
Und wenn das Ganze für Sie interessant ist, dann können Sie gerne mal auf unserer Webseite nachschauen. Wir haben jetzt hier eine extra Seite erstellt. Die finden Sie im Menü unter Signale erhalten. Dann kommen Sie eben auf diese Seite, wo das Ganze auch nochmal erklärt wird für Sie, falls Sie davon jetzt nicht alles verstanden haben. Und Sie können das Ganze dann eben auch buchen. Also klicken Sie auf Jetzt starten, kommen Sie nochmal auf eine Übersicht und den Checkout. Und für alle Webinar-Teilnehmer heute habe ich natürlich auch einen Gutschein mitgebracht. Der lautet FX-Flat 15. Den können Sie hier unten eingeben und dann erhalten Sie auf Lebenszeit 15%, ja, mit dem Gutschein FX-Flat 15. Genau. Dann habe ich hier zum Beispiel ja noch ein Beispiel mitgebracht, wie das Ganze, ja, wie so ein Signal dann eben aussieht. Also das ist ein Ausschnitt aus der E-Mail-Adresse. Da wird Ihnen dann nochmal gesagt, Sie haben ja für Ihr Filter-Setup mit dem Namen Doppeltop H1 einen Treffer. Dann bekommen Sie hier eine Übersicht, welche Filter Sie dazu aktiviert haben. Dann bekommen Sie nochmal eine Übersicht zu, welches Asset gefunden wurde, was das für eine Kategorie ist. Und erhalten Sie entsprechend natürlich noch so ein Chartbild mit dazu. Und hier haben wir dann so einen Doppeltop. Wenn man sich das Ganze dann mal im MetaTrader ansieht, dann kann man hier sehen, genau, das wäre jetzt der Ausschnitt, wäre jetzt hier eben so dieses Doppeltop, was gefunden wurde. Und ja, wie man eben vorgeht mit so einem Signal, man schaut eben im höheren Zeitintervall, ob das Ganze, also in was für einer Trendlage das Ganze eben sich befindet. Das ist jetzt ein deutlicher Abwärtstrend auf dem Tageschart, und auf dem H1-Chart sah das Ganze dann entsprechend so aus, und man ist hier dann an der, ja, an dem unteren Widerstand oder an dem Tief eben short reingegangen und konnte das Ganze dann mit dem Gewinn abschließen. Also da findet man echt gute Trades mit. Und ja, ich bin gespannt, wie das Feedback dann jetzt für den Rest der Leute wird, die an der Testphase nicht mit teilnehmen konnten. Genau. Falls Sie da noch Hilfe zu brauchen zu den Signalen oder wie Sie die Filter-Setups einrichten, dann können wir auch gerne einen Termin zusammen vereinbaren und per TeamViewer dann eben mal schauen, dass wir ein paar Setups zusammen anlegen können. Okay, dann kommen wir mal zurück zur Folie. Beziehungsweise werfe ich nochmal einen Blick in die Fragen. Wir haben ja noch knapp 10 Minuten. Schauen wir mal, viele Fragen gibt es hier nicht. Genau, hier noch eine Frage: Bis wann kommt denn das Tool für SKS? Ja, also dazu kann ich sagen, bis jetzt waren eben die Signale mit hoher Priorität auf der Entwicklerliste. Das ganze Thema haben wir jetzt abgehakt, sage ich mal. Und als nächster großer Punkt stehen dann eben die Filter, beziehungsweise auch die ganzen Patterns, die mit den Filtern kommen. Die höchste Nachfrage haben wir aktuell beim Rectangle Pattern. Das ist auch schon in der Entwicklung. Das haben wir bis heute leider nicht geschafft, das umzusetzen, aber das ist in der Entwicklung und wird demnächst auf jeden Fall auch kommen. Also da müssen wir sie noch ein klein bisschen Geduld mitbringen. Wir wollten jetzt auch nicht die erste Version, die wir da entwickelt haben, direkt ja, live schalten und dann erhalten Sie keine guten Ergebnisse. Das ist auch nicht in der Sache. Deswegen nehmen wir uns da noch ein paar Tage Zeit und dann kommt das Rectangle Pattern und im Anschluss geht es natürlich auch mit den ganzen anderen Patterns auch weiter. Also SKS Pattern wird auf jeden Fall noch kommen, vielleicht sogar noch zum Ende des Monats. Schauen wir mal. Und dann gibt es natürlich noch eine Reihe von Filtern, sowas wie ja, Außenstäbe und auch andere Candle Patterns, also nicht nur Chartformationen, sondern auch Candle Patterns, die wir noch mit reinnehmen werden. Und da können Sie auf jeden Fall schon ordentlich gespannt sein. Hier gibt es noch eine Frage: Gibt es eine Begrenzung der Setups für die Signale, also die Menge? Nee, gibt es nicht. Also
Sie bekommen eben so viele Signale, wie, wie der Markt hergibt. Also jedes Mal, wenn Ihr Pattern gefunden wird oder Ihr Filter-Setup gefunden wird, dann erhalten Sie das Signal dazu. Hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass ja so der ein oder andere User, der hatte in der Testphase vielleicht ein RSI Größe 80 als Filter-Setup angelegt und dazu sich Signale eingerichtet. Und woran man in dem Schritt nicht denkt, ist, wie viele Signale es dabei entstehen. Also da entstehen echt eine Menge, sodass man dann am nächsten Morgen aufwacht mit einer vollen Inbox bei seinen E-Mails. Und da muss man eben die Filter ein bisschen feiner einstellen. Und wir wollten natürlich nicht, dass jemand sich da eben begrenzt, weil er vielleicht nicht weiß, wie viele Signale da, wie viel man da eben bekommen kann. Also da gibt es keine Grenze. Okay. Ja, ansonsten gibt es erstmal keine weiteren Fragen. Dann für alle, die noch keinen Full-Screener-Zugang haben, das Ganze ist kostenlos für Sie, wenn Sie Kunde sind bei FX Flat. Sie können einfach auf unsere Webseite gehen und ich zeige das vielleicht mal auf der Webseite, wie Sie dorthin kommen. Auf der Startseite können Sie einfach auf den Button klicken, Zugang erstellen und wählen dann eben entsprechend als Broker aus, dass Sie bei FX Flat sind, Kunde sind und Sie Ihren Zugang gratis erhalten wollen. Damit FX Flat abgleichen kann, ob Sie auch wirklich Kunde sind, müssen Sie einfach von sich noch Name, E-Mail-Adresse und Ihre Nummer von dem Trading-Konto angeben und dann wird das Ganze überprüft und von den Jungs von FX Flat freigeschaltet und dann können Sie das Ganze komplett kostenlos nutzen. Die Signale sind eben nicht dabei in der kostenfreien Version, die müssen Sie zusätzlich noch buchen. Aber Sie haben ja mit dem Full-Screener schon alleine den Vorteil, dass jedes Mal, wenn Sie dann halt vor dem Rechner sitzen, den Markt komplett screenen können und schauen können, was ist jetzt gerade, was hat der Markt gerade im Angebot für mich, was für Trading-Möglichkeiten kann ich finden. Okay. So, dann schaue ich nochmal rein in die Fragen. Ansonsten Fragen gibt es keine weiteren. Wahrscheinlich schon alle vorm Fernseher. Ja, dann wäre ich jetzt auch schon langsam am Ende der Präsentation. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich an alle, die bis zum Schluss geblieben sind. Ich denke, beim nächsten Webinar werden wir auch wieder ein bisschen mehr Screening machen, ein bisschen mehr Strategien auspacken. Es war diesmal ein paar Features, die eben vorgestellt werden mussten für die Leute, die sich das auch gewünscht haben. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für Ihre Anwesenheit, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Fußballgucken dann später. Ja, sehr gut. Dem schließe ich mich an. Natürlich aber auch an hier die Feedbacks im Chat. Vielen Dank für das Webinar. Ich bin immer noch vom Tool begeistert und freue mich, dass hier so eine schöne Entwicklung stattfindet und bedanke mich an der Stelle für die Teilnahme. Ich glaube nicht, dass so viele dann abgesprungen sind, hier um Fernsehen zu gucken, denn von der Teilnehmeranzahl von Anfang bis Ende war wirklich fast alle da, also spricht für dich, Manuel. Aber natürlich jetzt an der Stelle wünsche ich einen schönen Fußballabend, drücken wir den Jungs mal die Daumen und ja, freue mich, wenn sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin natürlich gute Trades, eine erfolgreiche Handelswoche und bleiben Sie gesund. Danke, Manuel, schönen Abend und wir bleiben eh in Kontakt. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao, ciao. Danke.